Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde von Gartenschlau.com. Im Video zum Thema Mein Dendrobium Goldschmidianum blüht, habe ich euch bereits gezeigt, dass weitere Knospen am Wachsen sind. Und heute wollte ich euch das Ergebnis zeigen. Die letzten Knospen sind hier noch am sich entwickeln. Und hier ist der Rest. Die sind jetzt schon aufgeblüht. Das ist jetzt seit gestern Abend der Fall. Und jetzt sehen wir mal die ganze Pflanze. Das ist doch schon mal ein prächtiges Ergebnis, wie ich meine. Und ein sehr schönes Ergebnis im Übrigen. Dendrobium goldschmidianum hat bei mir sehr lange benötigt, bis sie am Blühen ist. Sie muss warm kultiviert werden. Das ist bei Dendrobium in der Regel ein bisschen anders. Oder was heißt in der Regel? Es gibt ja sehr viele Dendrobium. Ist ja eine der größten Gattungen innerhalb der Familie der Orchideen. Da gibt es welche, die müssen kühl stehen, damit sie Blüten ausbilden. Dendrobium goldschmidianum braucht erstmal viel, viel Ruhezeit. Und dann natürlich warme Phasen. Das war jetzt bei uns im langen Sommer, was wir dieses Jahr hatten, natürlich gegeben. Und dadurch konnte sie sich sehr, sehr gut entwickeln. Auf jeden Fall bin ich jetzt gespannt, wie sie sich in den nächsten Wochen und Monaten entwickeln wird. Sie bildet ja kräftig, fleißig neue Triebe aus und wie das dann, sag ich mal, 2019 sein wird, wenn dann noch stärker die Blüte entstehen wird. Das Odontoglossum bildet immer noch am Blütentrieb oder arbeitet immer noch am Blütentrieb und das Psychopsis ist gerade an der Kamera für die Zeitrafferaufnahme, bis die Blüte ploppt. Das heißt, das kann ich euch jetzt gerade nicht zeigen, sonst verändern sich da wieder bloß die Lichtverhältnisse. Ich würde sagen, wenn ihr Fragen habt zur Kultur und Pflege von Dendrobium, Orchideen, Phalaenopsis, Cattleya und so weiter und so fort, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten bis zum nächsten Video und tschüss.